Darf mein Hund beim Freiflug ins Zimmer? Es gibt so viele schöne Kuschel-Wellensittich-Videos mit Katze. Darf mich meine Katze zu den Wellensittichen lassen? Kann ich Kaninchen oder Meerschweinchen zusammen mit Wellensittichen in einem Raum halten? In einem Haushalt mit Wellensittichen leben oft auch andere Tiere, wie Hunde, Katzen, Frettchen oder Nager. Ob sie sich vertragen und was für die Sicherheit der Tiere wichtig ist, zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Wellness statt Wellestress. Hunde, Katzen und Frettchen sind von Natur aus Raubtiere. Wer, der eine Freigängerkatze hat, hat sich nicht schon einmal über Federn oder einen toten Jungvogel in seinem Garten geärgert? Der Stubentiger mag noch so lieb sein und sich schnurrend auf den Rücken drehen, um gekrault zu werden. Wenn er die Piepser sieht, geht der Jagdinstinkt mit ihm durch. Im nächsten unbeobachteten Moment schlägt er zu. Da hilft auch kein schützender Käfig. Denn Mieze hangelt durch das Gitter, wirft das Badehäuschen runter und schon ist es um Welle und Böcke geschehen. Katzen und Frettchen sind unberechenbar. In den seltensten Fällen geht das auf die Dauer gut. Sie dürfen nicht ohne Aufsicht mit den Wellensittichen alleine gelassen werden. Aber mein Hund, der ist so friedlich. Der tut keiner Fliege was zuleide. Ja, Hunde, die mit Wellensittichen aufwachsen, entwickeln oft einen Beschützerinstinkt für den Wellensittich. Da können gute Freundschaften entstehen. Meine Zwergpudel sind zwar nicht mit Sittichen aufgewachsen, lassen sich aber auch nicht von ihnen stören. Sie gehören quasi zur Familie und Familie liebt man. Manchmal sitzen die Sittiche sogar bei ihnen im Hundekörbchen. Würde ich sie aber ohne Aufsicht im Freiflugzimmer lassen? Nein, wenn ich weggehe, wird die Tür zwischen ihnen zugemacht. Sicherheit geht vor. Vor kurzem kam mir ein Fall zu Ohren, wo der Familienhund einen Graupapagei so übel zugerichtet hatte, dass ihm ein Flügel amputiert werden musste. Das will ich nicht erleben. Kann man Kaninchen oder Meerschweinchen im selben Raum mit Sittichen halten? Kaninchen und Meerschweinchen sind friedliche Gesellen. Kein Kaninchen oder Meerschweinchen wird je einen Sittich angreifen. Oft setzen sie sich gemeinsam an den Mittagstisch und naschen gemeinsam Karotten, Kräuter und Salat. Man sollte aber auch bedenken, dass die Tiere das Futter verschmutzen und sowohl die Nager von den Vögeln als auch die Vögel von den Nagern krank werden können. Hygiene ist hier also das oberste Gebot. Außerdem fühlen sich Kaninchen oft durch das Gezwitscher der Vögel genervt und fangen an, mit den Hinterbeinen zu klopfen, um für Ruhe zu sorgen. Wie dem auch sei, jeder soll seine Tiere gut genug kennen, um beurteilen zu können, ob sie gemeinsam mit den Wellensittichen oder Björksittichen im Freiflugzimmer sein dürfen oder nicht. Katze und Frettchen sind auf jeden Fall unberechenbar und gefährlich. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Schreib sie mir in den Kommentar. Jeden Freitag gibt es ein neues Video. Abonniere meinen Kanal, um nichts zu versäumen.